Musoko-Preisverleihung im Museum im Ritterhaus in Osterode. Am Sonntag, den 20. Mai 2012 um 11 Uhr war es soweit. Anlässlich des Internationalen Museumstages wurden im Museum im Ritterhaus in Osterode am Rollberg 32 die Gewinner der unterschiedlichen Kategorien des Musoku-Wettbewerbs vorgestellt. Musoku. Museum sucht das Superkunstwerk, hieß das Motto, unter dem die Volksbank im Harz EG, die Kulturoffensive Südharz und der Harzkurier Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet aufgerufen hatten, Kunststücke zum Thema Heimat zu erstellen. Die Arbeiten wurden in drei Kategorien bewertet. A. Materialbezogenes Kunstwerk, B. Themenbezogenes Kunstwerk und C. Ein die Vielfalt der Museen widerspiegelndes Kunstwerk. Die Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums aus Herzberg am Harz gewannen in ihrer Kategorie den ersten Platz und Herr Drebing-Bachmann konnte sich bei der Entgegennahme des Siegerschecks in Höhe von 300 Euro sichtlich mit seinen Schülern freuen. Mein Name ist Bürtel, ich bin der Leiter des Gymnasiums Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in Herzberg und möchte den Anlass der Preisüberreichung heute nutzen, um mich ganz herzlich zu bedanken. Bedanken bei zweien, zunächst mal bei den Schülern, die und zu meiner Freude in der Breite, nämlich vom Jahrgang 7 bis 12, also fast die Kinder bis zu den Erwachsenen, sich mit dem Thema Heimat über Wochen und Monate beschäftigt haben. Dass sie sich damit beschäftigt haben und mit diesem Erfolg beschäftigt haben, sodass wir heute den ersten Preis erhalten und feiern können, haben wir ganz wesentlich einer Person zu verdanken und die steht links neben mir. Und insofern möchte ich auch an dieser Stelle Herrn Drebing-Bachmann ganz herzlich gratulieren für die Idee zu diesem Projekt, aber auch zu der Kraft, diese Idee unter die Schülerschaft zu bringen. Und unter die Schülerschaft zu bringen und hier nicht nur eine halbe Stunde oder eine Doppelstunde, sondern über Wochen und Monate sich mit diesem Thema zu beschäftigen und zu diesen Ergebnissen zu kommen. Aber selbst dabei, mit dieser Überzeugungskraft, ist Herr Drebing nicht stehen geblieben, sondern er hat auch immer wieder, und das gehört meines Erachtens zur Kunstschaffung dazu, Gelegenheiten gesucht, die Öffentlichkeit anzusprechen. Und insofern haben wir sowohl anlässlich unserer alljährlichen Vernissage in der Schule eine Ausstellung gemacht, als auch im Schloss in Herzberg und nun heute, sodass eben Musoko, wie das vorhin im Großwort gesagt wurde, Musik, Kunst und Kunst, Kontakt. Kontakte tatsächlich auch gesucht und gefunden. Recht herzlichen Dank an Schüler und Schülerinnen und Herrn Drebing-Bachmann. Dankeschön. Gut, dann schließe ich mich mit den Dankesworten gleich nochmal an hier. Ich möchte also allen meinen Schülern danken, die über den langen Zeitraum vom Herbst bis in den Winter hinein immer wieder von mir aufgefordert zu Farben, Pinsel, Leinwand gegriffen haben und ihr ausgewähltes Haus, eines von den vielen Häusern der Herzberger Innenstadt, auf die Leinwand zu bannen. Und das war für viele sicherlich nicht leicht. Wir arbeiten normalerweise nicht mit diesen malerischen Mitteln, sondern mit Tuschkästen und Zeichenblock. Und hier haben Sie wirklich mal künstlerische Schaffenskraft beweisen können, nämlich mit den Acrylfarben und entsprechenden Pinseln dann diese Häuser darzustellen. Was letztendlich rausgekommen ist, sieht man zum Teil hier. Wir sind natürlich sehr erfreut, dass es zu dem ersten Preis gereicht hat. Wir haben das Projekt immer Musoku so verstanden, Museum sucht das Superkunstwerk. Darauf lag unsere
Betonung, denn ich habe den Schülern immer gesagt, Leute, was er hier macht, das wird also die Darstellung der gesamten Herzberger Innenstadt mit ca. 200 Häusern. Und wenn wir die Ergebnisse wirklich mal vielleicht auf einem Schulfest im Sommer bei schönem Wetter auf dem Schulhof aneinanderreihen, dann wird man erst die Dimension dieses Superkunstwerkes sehen, denn dann wird man sehen, dass ca. 250 ausstellbare und vorzeigbare Bilder und Kunstwerke dabei rausgekommen sind. Also vielleicht rufen wir dazu dann auch mal auf, dass wir dieses wirklich super Kunstwerk aneinandergereiht links und rechts der Herzberger Fußgängerzone den Eltern und den Bürgern der Stadt präsentieren können. Und darauf freue ich mich schon. Okay. Okay. Das ist unser Werk. Das Heimatwerk. Wir kommen von der BBS 2 in Ostrode und haben an dem Projekt Musik teilgenommen und das ist dabei rausgekommen. Da wir Heimat mit etwas Altmodischem verbinden, haben wir gedacht, dass wir ein Fachwerkhaus machen. Und wir haben hierzu auch einen Brief. Sehr schön. Um das alles nochmal so zu erklären. Also die Leute, die unser Kunstwerk nicht verstehen. Also okay. Was würden Sie auf die Frage antworten, was für Sie Heimat ist? Würden Sie einen Ort oder eher ein Gefühl beschreiben? Da, wo Sie geboren sind oder da, wo Sie gerne hinreisen? Da, wo Ihre Freunde und Familie sind? Oder ganz schlicht da, wo Sie zurzeit wohnen? Wir beantworten diese Frage mit unserem Projekt, dem Fachwerkhaus. Da man automatisch Heimat mit etwas Biederem und Altmodischem verbindet, haben wir das Innere von unserem Haus mit dem gestaltet, was für uns Heimat bedeutet. Ja, und das heißt der Harz, die See, weil... Ja, ich bin damals von der Ostsee hierher gezogen, deswegen hab ich mir gedacht, dass ich die See da noch mit reinbaue. Ja, genau. Und hier, man muss auch auf die Bilder achten. Da muss man näher rankommen. Die Bilder sind uns sehr gut gelungen, diese kleinen. Zum Beispiel die Burg hier aus Osterode. Oder das Schloss in Herzberg. Ja. Oder der Marktplatz, die Kirche, die Ägidienkirche. Ja, ja. Ja. Und das ist unser Projekt. Womit wir den zweiten Platz gemacht haben. Ja. Die Kunstwerke werden auf dem diesjährigen Südharzer Museumstag am 22.07.2012 in Tettenborn ausgestellt. Zukunftswerkstatt Herzberg e.V. Hauptstraße 58 37412 Herzberg am Harz. Volksbank im Harz EG. Bankleitzahl 268 914 84, Kontonummer 110 282 5400.